Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich anfangen soll. Verdammt, Mensch! Ja, Zelda, Tempel, Maddie, ich, geil. Das brauchst du gar nicht sagen. Es ist Nee, das ist einfach, das ist einfach, das ist wie immer. ich ist es einfach so Standard, man weiß nicht, was man machen soll und. Zelda, Luna und ich und dann Tempel und dann sind wir beide geil. Ja, jetzt, so funktioniert das. Das ist Zelda, so ist. Langsam werden wir müde, weil wir einfach schon so viele Tempel heute durch haben. Ja, wir haben wie viele Tempel geschafft? Vier? Ne, drei, dreieinhalb. Drei haben wir jetzt. Dreieinhalb. Ah ja, wir haben jetzt 5, 6 und 7 gemacht, glaube ich. Oder so. Ja, und das ist auf jeden Fall eine Menge auch. Piratenschiff-Blödsinn. Ja, endlich das Piratenschiff. Denk aber an diesen scheiß Wald, diese Tauschaktion, ey. Och, das zählt wie 20 Tempel. Ey, sag mal! Das zählt mehr als 20 Tempel, das ist furchtbar gewesen. Soll ich mich in Torf schieben kommen? Macht doch keinen Sinn. Aber du kriegst ja noch nicht mal ein neues Leben dafür. Normalerweise sagst du, ja, schmeiß den Link mal ins Feuer. Dann kannst du es nochmal neu. Nee, da hast du zwei Richtig. Herzen. Zwei? Nee, 6. Glaube ich mittlerweile. Das ist eine Eierfeile, der Typ da, ne? Oh ja, geil. Lieblingsstätte. Ja, das schaffe ich nicht, Luna, das schaffe ich nicht. Ich gebe auf. Beende das Spiel, wir machen jetzt Schluss. War schön mit euch gespielt zu haben, Leute. Schön, dass ihr zugeguckt habt, aber wir haben keine Lust mehr. Wir gehen jetzt nach Hause. Trinken uns noch einen an, gehen ins Bett und dann schlafen wir schön. Prost, Betty. Da, guck mal, 7 Herzchen kriegen wir dafür. Und dürfen überall wieder abgreifen. Das ist wieder was Positives. Warum bin ich eigentlich nicht diesen supergeilen, mega fancy Raum gegangen, wo die ganzen Leuchtreklameschilder sind? Und hab mir da einfach mal ein paar Leben geholt. War der hier? Welcher fancy Raum mit den Leuchtreklame? Da gab's doch irgendeinen Raum, wo nur solche Homing-Dinger da, die da so. Wie heißen die? Die man wegschlanden kann, dann werden die zu Feen. Ach so! Ja, ja genau. Wie heißen die Gegner? Kam der noch? Ja. Das ist einfach so eine Sonne, mehr ist das ja nicht. Naja, so ein Todesstern irgendwie. Ja, die Sonne ist aber schöner. Ach, guck mal, jetzt hier. Ich frage mich aber auch, wenn ich weiß, dass das der letzte Dungeon ist, warum hole ich mir dann von der Fee nicht so eine Flasche? Schön Mut ansaufen. Hier, den meine ich. Wenn man da schön hier Wurz, Leben fangen. Guck mal, wie viel das ist. Ja, Mann. Eigentlich im Prinzip, ja. Warum gibt's hier keine Flaschen in diesem Kackspiel? In diesem Zelda gab's Flaschen. Nur in diesem hier nicht. Gab's nicht immer damals so Sprüche da, was man so als Kinder erzählt hat? Hm? Weiß ich nicht. Alle Kinder machen sich einen Lenz. Nur nicht Jens, der fährt ein Benz. Sowas irgendwie. Ja klar, aber wie kommt das darauf? Weiß ich nicht. Ich weiß echt nicht, wie ich darauf komme. Es hat weder was mit Flaschen zu tun, noch irgendwie was mit Zelda. Also wie war gerade. Alle Zeldas sind mit Flaschen, außer die auf dem Gameboy. Die haben Taschen. Hier, siehst du. Hier. Da. Brindfried. Genau, Saatbeutel. Hab ich auch. Oh Mann, das ist doof. Guck mal, hat doch geklappt. War doch wunderbar. Und jetzt einfach an einen Ruck und dann. Jetzt wird die Fledermaus wegmachen. Die hole ich im Flug, pass auf. Jetzt mit Ankündigung. Ah. Oh, was? Schade. War aber doch sehr nett. Zumindest der Versuch erzählt. Hast du gerade seine Frequenz hier gesehen? Ja, der ist irgendwie total abgegangen. Flup, flup. Das ist er auch erst. Erinnere mich gerade so ein bisschen an Bloody Trapland. Das Spiel war so schlimm war es nicht. Naja, es hat schon ziemlich einen Schwierigkeitsgrad gehabt, muss man gestehen. Wo wir dann am Ende immer nur noch geschrien haben. Es war entweder gar nichts oder Beleidigung. Mehr kam da nicht. Oben rechts, genau. Das war echt ein Spiel, ich sag's euch, Das hat aber Spaß gemacht. Wir müssen immer noch die Bonus-Level machen, die Leute wollen es sehen. Ja, ja. Das ist doch kein Bonus-Level, nur extra Wege. War jetzt hier jetzt rechts nicht so eine rechts Tür? Weiter. Ja, genau, da ging es dann Schlüssel und so. Dann haben wir ja jetzt bekommen und deswegen weiter. Hallo. Oh, diese Viecher. Nein. Oh nein. Hier könnten wir theoretisch zurück. Vielleicht? Brauchen wir das sogar oder so? Keine Ahnung. Oh Gott. Das war noch nicht. Erstmal gucken, was hier so los ist.
Dieser Tempel macht mich jetzt schon irre. Du hörst die Musik nicht, dann würdest du verrückt werden, Luna, das schwöre ich dir. Wahrscheinlich. Die Musik macht das alles noch 100-mal schlimmer. Ich kannst du da runter durch die, ne? Oder zurück und dann nach unten? Nee, du kannst nicht durch die Rinne. Ich wollte jetzt zurück und dann nach unten, genau. Genau, einzige Möglichkeit. Finde ich aber fair, dass man dann direkt sieht, wo man lang muss. Hi. Nee, er bewegt sich hier kein Stück. Boah. Ach, guck mal, wie sie... Ja, Haus voller Monster. Ich sag ja, wie viel Sprites schaffen wir? 18? Oh, komm, mach 18 Gegner rein. So ist es. So ist es. Das ist so typisch Zelda. Zumindest dieses Spiel hier. Übertreibt einfach nur mit seiner Masse an Gegnern in einem Raum. Guck mal, hau den mal an. Ah, hier, guck mal, hast du was in dein Schnabel hier. Ein stiller Beobachter ist erforderlich. Ja, das bist du. Du musst an die Schnauze halten, ganz kurz. Musst mal ganz kurz still sein und dann kriegen wir das hier hin. Nee, jetzt ja noch nicht. Das Spiel ist noch nicht durchgespielt, Mist. Scheint ja nicht geklappt zu haben. Oh, na, schau mal, Kiek. Ach, du Kacke. Das wird nichts. Ich glaub, das wird wird. Wie er erstmal schummelt, ey. Ja, cool. Wahrscheinlich warst du nicht gedacht. Du musst wahrscheinlich von oben oder unten irgendwie so reinkommen. Mir egal. Ja, darüber und dann ranholen auf den Schalter. Das Ding ist in der Lava versunken, oder? Weil du kurz eine Pause gemacht hast. Kann ich ja nicht anders. Wie das einfach mal klar. Oh Mann! Hast du es gesehen? Ja, voll durchgeschlagen. Ach so. Das versinkt direkt in der Lava. Guck mal. Nee. Nee, wieder wupp. Immer so. Soll ja auch funktionieren. Oh Gott. Kann ich gleichzeitig lasern und springen? Nö. Wie soll das denn funktionieren? Beim Wechsel selbst geht das nicht komplett unterbrechungsfrei, oder wie? Nee. Wenn ich einmal wechsle, dann... Guck. Bis okay. Ende. Kann ich so schnell machen, wie ich möchte. Kannst du es irgendwo rüber schiffen nochmal? Moment, ich guck mal kurz. Geh mal ganz nach rechts, soweit du es kannst. Oben. Guck mal, ob da irgendwo eine Insel ist oder sowas, wo du es zwischenlagern kannst. Nee, gar nichts. Das ist ja kurios. Vielleicht kannst du das irgendwie einfrieren oder so. Weil es dieser Eistempel ist, der auch Lava hat, da hast du vielleicht irgendeine Möglichkeit, irgendeinen Knopf zu drücken, dass das alles einfriert. Ein stiller Beobachter. Da bin ich gerade so ein bisschen überfragt. Ebenso. Vielleicht kannst du irgendwas wegschieben. Genau, und jetzt hast du, Superschleuder. Schießt drei Kerne gleichzeitig. Warum kriegst du so ein Item, das keiner braucht? Was will ich damit denn jetzt? Mal ehrlich, was soll ich damit anfangen? Soll ich hier eine Superschleuder hier? Cool. Kann ich dreimal hier, warte, pass auf, Feuer. Geile Kiste. Braucht keiner. Es sind so Items in diesem Spiel, die einfach total nutzlos und langweilig sind. Da freut sich keiner drüber. Was hat sich Nintendo dabei gedacht? Ich kann... Schieben kann ich auch nicht. Muss ich von da unten machen. Aber jetzt habe ich die Superschleuder. Vielleicht kriege ich damit ja irgendwas zustande. Man weiß es nicht. Ziehen wir erstmal den Kumpel hier weg. Tada! Aber was mache ich mit dieser fiesen Superschleuder hier? Was ist er für ein Typ? Ach, der läuft auch. Und dann hat er sogar noch dieses "Du hast einen Schatz gefunden" Geräusch gemacht. Als wenn das jetzt hier so eine Heldentat gewesen wäre. Toll, Karte. Na gut, dann kriegen wir es so rum aber hin. Ach, ich hab den sogar noch angewählt. Tada!
Sube! Da führt der Weg übers Wasser. Splendid. Okay, das ist jetzt perfekt gelaufen. Auf jeden Fall. Ja, was müssen wir denn jetzt noch machen? Wie kommen wir denn da nochmal hin? Du warst doch gerade eben, im Prinzip warst du doch, der war schon richtig irgendwie. Oder nicht? Jetzt? Meinst du hier unten und, rechts unten oder? Unten rechts, genau. Okay, versuchen wir das mal. Jetzt oben und dann die Leiter drauf, Treppe da. Dann bist du jetzt, dann gehst du einfach nach oben und dann ist gut. Und hüpfst du rüber mit deinem Super Cape. Ja, das habe ich vergessen. Das gibt es ja auch noch. Perfekte. Jetzt sind wir hier. Okay. Das ist es. Kannst du dann rüberziehen. Ich will auch so einen Supermagneten haben. Das erinnert an diesen A-Team-Film. Da haben die das ja auch gemacht. So, was sagt die Eule? Wahrscheinlich dasselbe, oder? Sind die alle gleich? Oder diese eine Szene, wo Jesse Pinkman diesen einen Magneten dagegen den LKW geschmissen hat. Bei Breaking Bad. Das ist auch gut. Oh Gott, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ach, guck mal hier. Dann sagt er, du brauchst was Neues. Wetten jetzt, pass auf. Er hier. Eisige Kerne bilden spitze Klingen. Okay, jetzt können wir hier mit dreimal gleichzeitig. Guck. Schön, ne? Für mehr brauchen wir das nicht. Oben rechts doch. Mal zurück. Hast du es nicht gesehen? Da ist die Leiter aufgegangen. Achso, nee, das habe ich echt nicht gesehen. Der Adlerauge Luna sieht wieder alles. Ein stiller Beobachter. Ja. Das ist ja auch wieder klasse hier, ne? Ja, 1000 Bomben und wenn du keine hast, dann hast du die Arschkarte. Hier gibt es bestimmt irgendwo noch eine bessere Bombentasche, aber ich habe bisher keine gefunden. Ich gedacht habe, das wird so irgendwie reichen. Vielleicht kannst du unten rechts dann noch ein paar Bomben holen in den Kartons da. Oh Gott. Oh, ja genau, ey, geh kacken. Wieso mich alle hier verfolgen? Die Sonnen selbst kann man ja nicht vernichten, wa? Da bringt doch kein Bumerang was. Irgendwie gemacht. Warum auch immer. Hallo. Guck mal, wie... Der rennt immer zu mir. Hab ich irgendwie... Nein! Hab ich irgendwie so einen Senf in der Tasche oder was? Oh, lecker. Richtig einen Klack Senf in der Hosentasche geschoben. Oder wie das, was du dir immer machst, dieses... Hm? Dieses Schwarzbrot in der Mikrowelle. Nein, in der Mikrowelle nicht, in Minibackofen. Mit Senf. Oh. 10 und 2 gleichzeitig? Natürlich gehen das nicht. Heißt das nicht schon? Ja, du musst die untere wegnehmen. Ich will sie von dieser Seite nicht öffnen. Sag mal, hast du noch nie eine Kiste von der Seite aufgemacht, du Idiot? Ja, das ist halt ein Sprallo. Ein kleiner Schleide. Schlüssel. Ich bin froh, dass wir diesen Raum geschafft haben. Überhaupt aber so rein. Guck mal, nur anderthalb Herzen verloren, das geht also noch. Gab das doch auch bei Mega Man diesen einen Boss da. Oh, Miniboss. Was ist denn? Brauchst du wahrscheinlich drei Kerne gleichzeitig, ja. Oh, wer ist er denn? Der ist ein Harten, ist er. Pass auf. Ich kann den umpolen mit den Dingern. Dann kannst du vielleicht Feuer oder so. Mit nee, damit krieg ich den nicht. Brauchst Feuer wahrscheinlich, Feuerkerne. Ja, versuchen wir mal. Jetzt brauchst du normales Feuer. Oh, das ist ja richtig. Das ständige Gewechsel ist ja voll Mongo, ey. Das ist jetzt. Ja, muss ich jetzt nicht so sagen, oder? Also Spaß macht das mir jetzt gerade nicht. Ja, hat er ist noch umgepolt. Ist er nicht, guck, jetzt tanzt er wieder. Jetzt sieht er wieder normal aus. Jetzt kriegt er wieder auf die Schnauze. Jetzt müssen wir wieder tauschen. Und jetzt ist er wieder. Na, zumindest bleibt er dann für so eine halbe Sekunde stehen. Ist das überhaupt richtig so? Der macht wow. Und wenn er wow macht, dann kriegt er Schaden. Das ist das Zelda-Geräusch auf dem Gameboy für Schaden. Das ist so unsinnig. Es ist vor allem total spaßbefreit. Ständige Wechseln. Ja. Und wenn Spiel hast, wo du die ganze Zeit nur im Pausenmenü bist, ne, dann machst du ja irgendwas falsch. Oh Gott. Jetzt mach doch mal Ende hier. Du musst auch was anderen Kern nehmen. Vielleicht ist das nur ein Umpolkern und du hast eigentlich noch einen Luft oder sowas. Luftkerne für. Keine Ahnung. Dass du wirklich Schaden machst, sonst pulst du ihn nur um. Nicht Duftkerne, Luftkerne. Was?
Wo das... Nee, okay. Diese Experimente müssen jetzt sofort eingestellt werden. Wie wär's denn damit nochmal? Nee, das bringt auch alles nichts. Okay, das ist wirklich nur die beiden Kerne. Es ist ja auch voll sinnbefreit, ey. Wer hat denn Spaß an sowas? Ich definitiv nicht. Behinderte Menü Gangbanger. Nee, warte. Oh, das war jetzt das Falsche. Warte mal, wann ist er denn mal weg? Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn das für ein Scheiß? Er macht ja die ganze Zeit. Aber. Wir müssen doch irgendwie die Kristalle zerhauen, keine Ahnung, oder treffen. Ich weiß so auch nicht, Luna. Och man, der macht doch jedes Mal ein Geräusch, als würde er getroffen werden. Vielleicht wissen die, dass es so einfach ist und lassen den dann deswegen öfter. Oh, jetzt habe ich auch noch keine Energie mehr. Das gibt es nicht. Ich hoffe eigentlich, dass er mit jedem Treffer gleich das Zeitliche segnet. Oh, ein kleines Safe State. Das meine ich nicht zweimal. Oh, hier nochmal rüber. Ich finde das auch nicht schön, Luna. Jetzt ist er tot. Also, hast du es geschafft, ja? Das ist ja... Boah, was war... Also ganz ehrlich, schwer machen. Sowas, das ist ja wirklich... Das ist ja unnütz. Das ist ja absolut, absoluter Unnütz. Schlechte Idee, Bossmechanik, furchtbar. Okay, links, rechts und dann in der Mitte. Pff. Nicht ganz getroffen, so. Perfekt. Oder so, ja genau. Dass man sich immer so beeilen muss in diesem Spiel. Weißt du eigentlich, dass du... Ich habe mal gerade in der Komplettlesung spaßenshalber geguckt, gerade mal die Hälfte des Tempels geschafft hast. Das ist der Zwischengegner schon, das ist der Zwischengegner, aber das ist echt mies. Da kommt noch einiges auf dich zu. Was? Ich hab nur mal Mengentechnik, ich hab jetzt nicht gelesen, ich hab keine Ahnung, was weitergeht. Nur mal überflogen und gesehen, Zwischengegner, okay. Um zu gucken, ob die Taktik auch richtig ist. Aber ja, sie war richtig. Ich hätte nicht gedacht, dass sowas schlecht ausgedachtes funktioniert. Ich glaube, wir können auch schon fast, ne? Mhm. Das Heierbettchen. Das möchte ich hier eben noch machen. Der Schieberätsel mit Eisblöcken. Eisblock-Schieberätsel sind immer geil. Aber das geht eigentlich bis jetzt. Ja. Nee. Vor allem, wenn man selber da hier so viel Gegend rutscht. Mhm. Hallo. Nein, nicht von da. Och Mann! Nicht so viel springen. So. Ja. Aber ging ja. Hast du super souverän gemeistert. Ja, so schwer war der jetzt nicht. Die bei Groove Troop waren alle schwerer. Das vor allem das Rätsel am Ende in diesem gummischen Steuerraum. Ey, Gott, war das furchtbar. Das Spiel an sich war super easy, aber dieses eine Rätsel hat mir dann doch wirklich total den Schädel zermartert. Das stimmt. Da habe ich auch gedacht. Das war echt eklig. Vielleicht war es auch gar nicht so schwer, aber durch diese, ich nenne es mal... Mann! Simplexität des Spiels war es, glaube ich, doch ein bisschen schwieriger. Hier zu springen? Der Schleders, das sieht echt süß aus. Macht aber keinen Spaß. Nee, kann ich mir vorstellen. Jetzt hier sowas. Wenn, das ist auch noch rutschig. Nee, ist es nicht. Schawalskin. Das ist sogar noch besser. Unten lang, wahrscheinlich musst du oben lang. Natürlich musst du oben lang. Oh! Dieses Game. Allein, dass sie da wieder so Pixar reingemacht haben, ist ja schon wieder... Grinst ja schon wieder an Völkermord hier. Oh, Luna, sollen wir einfach in den Sack hauen und sagen, komm, nächstes Mal... Komm, wir machen jetzt einfach... Es ist vorbei, es ist jetzt 12 Uhr, Pause. Wir müssen ins Bett und... Ja, es ist echt, also wir haben jetzt... Oh Gott, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? 4-5 Stunden am Stück? Ja, komm hin. Mindestens, also... Rockt! Ende jetzt! Jo! Jo!